Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Salivalisten? Willkommen zurück zu einem neuen kleinen GTA 5 Online Glitch-Video. Obwohl, wenn ich mir so überlege, es ist nicht wirklich ein Glitch, es ist nur so ein kleiner Tipp oder eine kleine Missionserleichterung. Und zwar geht es um die Mission Pacific Standard Finale. Und zwar gibt es dort einen ganz, ganz kleinen Trick, wie ihr die 1,25 Millionen Dollar innerhalb von nicht mal 20 Minuten an den Mann bringen könnt. Und zwar ist es ganz easy, ihr braucht dafür drei Freunde, weil wenn man sich dabei unterhalten kann und jeder seine Aufgaben dann dementsprechend weiß, ist es eigentlich relativ simpel und geht auch relativ schnell vonstatten. Und dann braucht ihr noch dafür Laguna Boulevard Apartment 4. Sobald ihr dann alles habt, also das Apartment und drei Freunde, dann begebt ihr euch einfach in die Mission. Zwei eurer Freunde fahren dann direkt zur Bank, also zu Pacific Standard Bank, aktivieren aber den gelben Punkt nicht, also nicht den Checkpoint aktivieren, sondern warten einfach ein bisschen vor der Bank, bis der andere Freund einen Heli organisiert hat und der letzte Freund von euch oder ihr ein Straßenfahrzeug organisiert habt. Habt ihr ein Straßenfahrzeug, fahrt zu dem Apartment Laguna Boulevard Apartment 4. Dort wartet ihr dann, bis der Helikopter kommt, und wenn nur einer das Apartment hat von euch vier Freunden, muss der Apartmentbesitzer in den Helikopter einsteigen und dann in die Garage reingehen. Am besten ist es, wenn auch der Straßenfahrzeugorganisator auch in die Garage reingeht, sodass die Fahrzeuge gespeichert werden. Habt ihr dann die Fahrzeuge abgespeichert, fahrt ihr ganz normal mit dem Straßenfahrzeug zur Bank hoch, lasst den Heli da unten stehen. Ihr fahrt einfach zur Bank hoch und parkt das Fahrzeug genau wie ich hier in dem Video gerade. Einfach so neben der Laterne, so ein bisschen schräg zur Straße hin. Jetzt könnt ihr eure ganz normale Aufgabe erfüllen, zum Beispiel also das Geld klauen, die Geiseln einschüchtern und und. Habt ihr das dann erledigt, dann geht einer eurer Freunde in das Auto, was vorher vor der Bank geparkt wurde, und fährt die Fluchtroute entlang bis zu den Motorrädern. Ist dann derjenige an den Motorrädern angekommen, sprengt er diese mit einer Haftbombe oder mit einem Lenkraketenwerfer oder mit einem Granatenwerfer in die Luft, sodass die Motorräder zerstört sind. Und danach tötet er sich selbst. Wenn das dann erledigt ist, dann spawnt ihr alle bei den Motorrädern, dann geht einer einfach zu den Motorrädern, zerstört diese, ihr steigt in den Helikopter ein und fliegt Richtung Dinghy. Und wenn alles ganz gut gelaufen ist, habt ihr kein Geld verloren. Gut, es kann vielleicht ab und zu mal vorkommen, dass ihr vielleicht ein paar Dollars verliert, aber ist ja halb so wild und geht dementsprechend auch mit dem Geld nach Hause. Diesen Vorgang könnt ihr gerne oft wiederholen. Am besten ist es, wenn ihr euch abwechselt, also wenn es zwei Hoster gibt, die einen Pacific Standard Finale hosten können, weil dann könnt ihr euch immer abwechseln und so könnt ihr dann innerhalb von einer Stunde, wenn es ganz gut läuft, mindestens 1 Million Dollar machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Geld machen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid und wir sehen uns dann ganz einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut's rein, ciao, ciao.